damit wir mehr schneller an Waffen kommen. So, eigentlich sah der Waffenschmied so aus, als ob er die Wurst hätte, die er bräuchte. Ja, du brauchst 2 Getreide und 2 Wasser. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, jetzt müsste das Dorf Maximum sein. Jetzt ist da vielleicht jemand, der Wasser aus dem Brunnen holt. Aber ja, die Waffen kommen rein, die wir brauchen. Und jetzt schöpft auch endlich jemand regelmäßig Wasser vom Brunnen ab, damit wir die zweite Schweinezucht versorgen können. Gut. So, 2 Waffen werden noch benötigt, dann haben wir unsere Pikeniere. Tja, ich könnte zwar die Kaserne noch verbessern. Oder mir allgemein in der Taverne jemanden anheuern. Das Gold dafür hätte ich auf jeden Fall. Unsere Mehlproduktion scheint etwas zu leiden, habe ich das Gefühl. So, dann stehen da unsere Truppen schon mal bereit. Damit wir das königliche Observatorium einnehmen können. Ja, 16 Geistliche. Bräuchten wir, um Rowin einen Sturm zu schicken. Und ja, Rowin hat den Feldmarschall definitiv für sich beansprucht. Den können wir fast schon nicht mehr einholen. Wir bräuchten dafür eh, glaube ich, einen zweiten General. So, die zweite Schweinezucht produziert jetzt endlich auch.
So, dann nehmen wir das Territorium ein und dann marschieren wir nach oben, um das Observatorium einzunehmen. Na, die haben wieder keinen General. Wow, der ist fast tot. Aber zum Glück heilt er sich ziemlich schnell dann. Dank unserer Forschung hier, dank dem Drill. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. So, jetzt könnte ich theoretisch die Kaserne vergrößern. Machen wir das doch einfach mal. Während wir darauf warten, dass wir wieder bei 100% ankommen. Weil die Armee des die Marodeure hier sind ja Marodeure, die das Observatorium belagern, sind kein Zuckerschlecken. So, mit dem Prestigepunkt kann ich nichts mehr anfangen. Den habe ich einfach gemacht, damit ich den Sonnenkönig leichter behalten kann. Ja, da kommt der Marodeur-General. Man sieht, das ist ein Spezialgeneral mit einer komischen Kutte. Ja, seine Kavallerie ist schon sehr stark. Das kostet uns einiges an Soldaten, aber wir kriegen sie glatt. Und haben die Schlacht gewonnen. So, das heißt, wir können... hier ist unsere Kaserne. Gerade mal die Truppen ersetzen. Und ja, zum Glück wird die Kaserne trotz Ausbau weiter... Ihr wart erfolgreich in der Erfüllung einer Quest. Ein weiterer Siegpunkt. Das ist ein erster Schritt, ein ernstzunehmender Rivale zu werden. Weiter so. Na ja, wir haben die 4 Siegpunkte, die wir brauchen. Ziehen uns jetzt zurück. Aus dem Observatorium. Man sieht schön, der Stern geht an uns. So, die Kaserne wird auch ausgebaut noch. Gebäudeausbau fertiggestellt. Okay, mit den beiden Siegpunkten kommt sie klar. Wir haben die anderen 4.
Drei davon könnte sie uns sowieso nicht mehr wegnehmen. Weil, wie gesagt, Imperator, sie kann keine Territorien mehr einnehmen, weil es wir im Weg stehen. Königliches Observatorium im Spezialsektor, an beide kommt sie nicht ran. Beziehungsweise das Königliche Observatorium, das haben wir ja sowieso als erster erledigt. Okay, Schweinezucht kriegt langsam ihre Versorgung. Wir haben nämlich kein bisschen bessere Verpflegung mehr, weil wir sie ratzefatz wegputzen. Ja, da schnappt sie sich gleich das Schweinchen und... Ah. Armes Schweinchen. Bravo, Eure Hoheit. Ihr habt tapfer gekämpft. Und Glück gehabt. Das ist eine Tragödie für Tandri. In Rovits Schloss. Mein Bruder hatte recht. Ihr seid äußerst durchtrieben. An eurer Stelle wäre ich nicht so vorlaut. Ach nein. Mein Gewissen ist rein. Ich kämpfe für ein hehres Ziel. Ihr seid Diebe und Banditen, die sich nur um sich selbst sorgen. Ha! Ist es das, was sie euch glauben lassen? Das ist die Wahrheit. Wenn ihr denkt, das sei die Wahrheit, seid ihr entweder sehr naiv oder völlig ignorant. Wie auch immer, ich verspreche euch ein böses Erwachen. Ihr werdet ein böses Erwachen haben, wenn ihr erst hinter Gittern sitzt wie euer Bruder. Ihr geht als Sieger aus dieser Partie hervor. Jo, wieder 128 Münzen. Und dann können wir die Kampagne gleich fortsetzen. So, das war unsere erste richtige Siegpunktmission eigentlich. Die erste gegen Drakorian war ja eigentlich immer noch Tutorial so gesehen. Aber wirklich losgehen tut's jetzt erst jetzt. Die Nebelfelder. Sandbecken. Ihr steht nun zwischen zwei Fronten, eine nördlich und die andere westlich von Sandbecken. Und so, als ob das nicht schon genug wäre, lauert noch eine Geisterarmee im Nebelsumpf. Na dann, starten wir Mission 8, die Nebelfelder. Ist doch 8, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Solange dieser mir nichts nachträgt. Ja, diesmal sind es zwei Gegner, aber nicht Verbündete, sondern jeder gegen jeden, also ein Free-for-All.